Keine normalen Passagiere sind es, die im Skigebiet La Durance zur Bergstation hinaufgleiten. Sie haben drei Räder, zwei unabhängige Bremsläufe und wiegen 14 Kilogramm. Mit bis zu 50 Stundenkilometern rauscht man damit auf Schotterwegen über Stock und Stein ins Tal. Erfunden hat die Flottengeräte ein geistreicher Bauingenieur aus Rosenheim. Dieser hatte beim Abstieg vom Berg stets Knieschmerzen, deshalb erfand er kurzerhand das Mountain Kart. Ich sitze hier ganz auf einem tollen Gerät, Mountain Kart, und das ist wirklich ein sicheres Gerät und wie gesagt, zwei Bremsen links und rechts und man kann wirklich die Geschwindigkeit regeln, wie man sie gern hätte. Man kommt schnell runter oder wie sich einer fühlt am Gerät. Dass seine Gefährte auch auf Südtirols Rodelbahnen hinunterrasen, hatte sich der findige Techniker aus Deutschland vor 10 Jahren wohl nicht gedacht. Das Familiengerät ist eine echte Attraktion, vor allem im Sommer. Wir haben dieses Gerät entdeckt für uns und haben gesagt, das ist sowas von toll und sowas von interessant. Das müssen wir auch unseren Mitgliedern italienweit anbieten. Wir haben insgesamt 80 Skiverleiher in Italien, die in der Regel an den Talstationen von Skigebieten positioniert sind und die ideal dieses Gerät eben auch im Sommer anbieten können. Jetzt ist es so, dass wir in La Durance erstmalig seit 2 Jahren dieses Produkt anbieten und heuer auch auf der Blose. Trotz hoher Geschwindigkeiten und engen Kurven, die Mountaincarts kippen auch bei stärkster Belastung nicht um. Und so sind der Abenteuerlust keine Grenzen gesetzt. Ja, das kann wirklich jeder fahren. Wir haben einen gehabt, der ist 89 gewesen und der ist noch unten allein aufgestanden und hat gesagt, super, es war wirklich nichts passiert, absolut sicher. Die sportlichen Dreiräder lassen sich auch zu zweit bedienen. Eine Fahrt mit dem Mountaincart kostet 11 Euro, hinzu kommen 7 Euro für die Benutzung der Bergbahnen. Und wer nach einer adrenalingeladenen Abfahrt noch nicht genug hat, der nimmt ganz einfach einen zweiten Anlauf. Denn bei diesem Spaß heißt es wirklich, einmal ist keinmal.